Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute mit und wir machen eine kleine Verpackung für eine leckere Kleinigkeit, die du als kleines Tischgoodie oder vielleicht als Goodie in einem Päckchen mit verschicken oder verschenken kannst. Und wenn du Lust hast zu sehen, wie das Ganze funktioniert, dann lass uns loslegen. Was wäre besser geeignet für ein Happy Hippo als die hippen Grüße? Deswegen werde ich die heute verwenden. Ich werde dir zeigen, wie du die mit Buntstiften kolorieren kannst. Und ich werde dir zeigen, wie du das Maß für deine Verpackung am besten ermittelst und die Verpackung machst. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Verpackung an. Dafür nehme ich mir das Stück, was ich eben einpacken möchte, und notiere mir als allererstes mal Höhe, Breite und Tiefe. Ich packe das am liebsten einfach auf mein Schneidebrett. Da kann ich hier gucken, wie breit ist das. Einmal runtergehen. Das sind 9 cm. Mache ich mir eine kleine Notiz. In der Länge 9 cm, in der Breite ungefähr 4 cm und in der Höhe werde ich wohl so 3 cm brauchen. Damit lege ich jetzt die Süßigkeit mal beiseite, auch wenn mir das jetzt gerade extrem schwer fällt. Aber ich will sie ja nicht selber essen. Ich brauche für meine Verpackung jeweils die Seiten. Die will ich umknicken, um die ein bisschen stabiler zu machen. Und ich brauche eine kleine Lasche zum Befestigen. Und wenn ich jetzt weiß, dass die Höhe 3 cm sind, dann weiß ich auch, dass meine Seitenteile hier jeweils 3 cm sein müssen. Also 3, 3, 3, 3, hier auch 3 und hier auch 3, hier 3 und hier 3. Und jetzt kann ich ganz simpel zusammenrechnen, was ich brauche. Also 9 cm für die Mitte, 6 cm oben und unten. Das sind dann 21 und wenn ich das in der anderen Seite auch nochmal mache, da brauche ich also 4, 3, 3, 3, 3, sind 16. Das heißt, das Stück Papier, was ich mir jetzt zuschneide, muss 21 mal 16 groß sein. Und falls du dieses Video gesehen hast, dann, wenn du das erste Mal zusammengerechnet hast, einfach noch ein zweites Mal rechnen. Einfach nur, um zu prüfen, ob du dich nicht verrechnet hast. Passiert mir ab und zu mal. Einfach so wegen der Aufregung hier. Und wenn dir das zu gefährlich ist, das Papier gleich zuzuschneiden, dann kannst du natürlich auch einfach erst falten und dann an der letzten Kante sozusagen abschneiden. Vielleicht als kleiner Tipp, falls dir das wie mir manchmal geht, dass sich da der Fehlerteufel einschleicht. Ich habe hier Sommersorbet als Farbkarton. Geht natürlich jede andere Farbe auch. Das ist jetzt ein 12-Inch-Papier. Ein A4-Bogen würde aber ausreichen. Und jetzt kann ich mich einfach an meinen Maßen orientieren. Also 2 x 3 cm. Gut anlegen. 3, nochmal 3 sind 6. Das Schöne ist, ich kann jetzt auch hier gucken, ob meine Falz wirklich auf der 3 liegt. Dann gehen wir 4 cm weiter. Dann nochmal 3. Und nach der letzten 3 können wir schneiden. Die 16 liegt hier leider in meinem Schneidebrett hier genau auf der Kante. Deswegen orientiere ich mich jetzt einfach hier oben an der letzten Falz. Ansonsten, wenn ihr noch das alte Schneidebrett habt, wie gesagt, die 16 ist hier genau auf der Kante. Und die letzte Falz ich natürlich nicht, sondern die letzte wird geschnitten. Jetzt drehe ich mein Papier um 90 Grad. Und kann mich an meinen anderen Maßen orientieren. Es bleibt wieder bei 3 in der Höhe.
Schön, ne, dass es auf 16 aufgegangen ist. Ich bin innerlich ein bisschen happy, dass ich mich diesmal nicht wieder verrechnet habe. Also 3, 6. Dann gehen wir 9 weiter. Und machen noch 2 mal 3. Und bei der letzten wieder nicht falzen, sondern schneiden. Der Nachteil ist natürlich, wenn ihr das so macht, dass ihr ein Stück habt, das gefalzt ist, das ihr jetzt vielleicht nicht mehr einfach so verwenden könnt. Aber vielleicht als kleiner Tipp, macht einfach noch mehr Falzlinien rein. Dann sieht es aus wie ein geprägter Hintergrund. So, Schneidebrett kann erstmal weg und wir können unsere Grundform weiter zuschneiden. Was wir jetzt machen müssen, ist immer bis zu dem mittleren Rechteck unsere Seiten einschneiden. An zwei gegenüberliegenden Seiten. Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr das an der langen oder kurzen Seite macht. Ich werde das jeweils an der kurzen Seite tun. Ich schneide jetzt von dem mittleren Kästchen aus direkt an dem Kästchen an der Falz. Das heißt nicht direkt in der Falz, sondern so, dass es möglichst nah an dem Stück Papier ist oder an dem Papierteil ist, das ich nachher behalten möchte. So, dann drehen wir das Ganze auf die lange Seite und da können wir einmal ganz abschneiden. Also bis zum ersten Falzlinie schneiden wir wieder links auf der rechten Seite und rechts auf der linken Seite. Aber diesmal eben nur bis zur ersten Falz. Und dann wollen wir von diesem Kästchen hier, also von dem zweiten von rechts und zweiten von unten, davon wollen wir uns so eine Lasche schneiden. Und das mache ich einfach, indem ich mir hier erstmal den oberen Teil abschneide. Ihr könnt das auch schon hier halbieren, also ihr braucht da definitiv nicht die ganze Höhe. Könnt ihr euch ein bisschen kürzer schneiden. Und dann könnt ihr euch einfach einmal rechts ein kleines V ausschneiden und einmal links eine Art V wegschneiden. Das ist dann eure Kleblasche. Und das mache ich auf den anderen drei Seiten genauso. Und wenn ihr das soweit zugeschnitten habt, dann können wir einmal alle unsere Falzlinien nachziehen. Und dann haben wir unsere Grundform auch schon fertig. Die können wir jetzt noch ein bisschen gestalten. Ich nehme mir davon aus der Therapie hier das kleine Blümchen und Sommersorbet, also die passende Farbe zum Farbkarton, und verteile jetzt einfach nur ein paar Blümchen. Und ins Innere meiner kleinen Verpackung packe ich hier in den mittleren Teil, das ist ja der Boden, packe ich einmal einen ganz kleinen Spruch, du bist spitze. Und wenn der Empfänger dann seine Schoki ausgepackt hat, dann sieht er auch noch einen kleinen netten Gruß. Dann schnappen wir uns ein bisschen Kleber und machen uns hier auf die Klebelaschen entsprechend Kleber. Das war jetzt sinnvoll, ne? Wir machen uns Kleber auf die Klebelaschen. Ja, sehr gut. Können das hier aufstellen und können das hier ankleben. Das einmal nach außen. Und dann mache ich hier auf die Lasche auch nochmal Kleber drauf. Und kann das Ganze nach innen klappen. Einmal gut festdrücken. Und dann ist schon eine Seite fest. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Und jetzt brauche ich nur noch auf diese zwei Laschen Kleber machen und nach innen drücken. Und jetzt haben wir die Grundform unserer Verpackung schon fertig.
unsere Süßigkeit da reinpacken und uns jetzt noch eine kleine Banderole dafür machen. So, und um das Ganze hier natürlich noch abzudecken, also das Ganze in so eine Schiebe-Streichholzschachtel-Verpackung zu bringen, mache ich jetzt noch hier so eine Art Banderole. Ich habe mir hier Transparentpapier, also so Velum, rausgesucht. Ihr könnt natürlich auch weißen Cardstock oder ein gemustertes Papier nehmen. Irgendwas, was gut zu eurem Grund passt. Und jetzt ist natürlich wichtig, wir haben zwar auf 9 gefalzt, aber dadurch, dass wir jetzt hier einen Rand haben, ist das Ganze natürlich ein bisschen breiter, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Deswegen, kleiner Tipp, auf jeden Fall nochmal nachmessen. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr das nochmal anlegt, dass ihr so 2 mm mehr habt. Und die müsst ihr natürlich beim Zuschneiden und Falzen jetzt berücksichtigen. Das heißt, ich schneide mir jetzt nicht einen Streifen, der 9 cm breit ist, sondern 9,2. Den falze ich mir jetzt für den Boden. Und da könnt ihr auch nochmal schauen, auf 4,1 oder 4,2. Ich werde auch hier wieder 2 mm als Zugabe geben. Einfach, das schiebt sich dann auch ein bisschen leichter. Das heißt 4,2. Dann zur Höhe, das waren 3. Dann nehme ich hier 3,2. Das heißt, ich muss jetzt schon auf 7,4 gehen, nicht auf 7,2. Dann nochmal 4,2 dazu. Dann bin ich bei 11,6. Könnt ihr auch hier nochmal gucken, ob das ungefähr passt. Das sieht gut aus. Und nochmal 3,2 weiter. Dann bin ich bei 14,8. Und jetzt könnt ihr euch noch eine kleine Klebelasche dazu machen. So ein halber Zentimeter, das reicht immer gut aus. Einmal alles nachfalzen. Ihr könnt natürlich auch dieses Papier noch bestempeln oder ihr könntet hier ein kleines Guckloch rausstanzen oder. Ich lasse das alles und mache mir hier noch Kleber drauf. Und dann könnt ihr es ausprobieren und das lässt sich richtig gut öffnen und schließen, rausschieben. Dann würde ich sagen, ist noch Zeit für ein bisschen Dekoration. Und da möchte ich gern den kleinen Hippo mit der Blume stempeln. Ich habe hier einmal weißen Farbkarton. Das ist extra starker, wenn ihr mit Buntstiften arbeitet, würde aber auch der normale ausreichen. Dann nehme ich hier Granitgrau. Und werde im zweiten Stempelabdruck stempeln. Einfach damit er ein bisschen sanfter im Hintergrund ist, damit es eben nicht so eine ganz krasse Linie gibt. Und dann kann ich meinen Hippo auch schon kolorieren. Ich nehme mir dafür einmal hier Grau und gebe ihm erstmal einen grauen Anstrich. Erstmal nur eine dünne Schicht. Und wenn ich die erste Schicht drauf habe, dann kann ich gucken, wo möchte ich denn etwas Schatten hin haben. Das möchte ich hier unter den Öhrchen, unter der Schnauze. Und da gehe ich dann einfach mit ganz sanftem Druck nochmal von der Linie mit immer leichter werdendem Druck nach unten. Und dann kann ich mir überlegen, von wo kommt denn das Licht? Also kommt das von oben oder kommt das so ein bisschen schräg von der Seite? Und je nachdem, von wo das Licht eben kommen soll, mache ich eben auf die andere Seite ein bisschen Schatten. Ich lasse jetzt das Licht einfach ein bisschen von oben kommen. Das heißt, ich setze einfach nur hier unten an die Kante noch ein bisschen einen Schattenpunkt, an den unteren Ende von den Öhrchen, unter die Schnauze, ein bisschen mehr Schatten. Und die Füße kann ich insgesamt ein bisschen dunkler machen, weil die sind ja da ganz unten. Da kommt ja ein bisschen weniger Licht hin. So, noch an die untere Seite der Arme. Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Hippo so ganz grau ist, sondern dem vielleicht noch so ein Blauschift geben wollt, ohne dass der ganz blau wird, könnt ihr natürlich mit einer zweiten Farbe auch noch ganz sanft oben drüber gehen. Und wenn euch irgendwas zu dunkel, zu farbig geworden ist, die Buntstifte von Stampin' Up, die lassen sich auch noch ein bisschen radieren. Also da ist auch nichts verloren. Könnt ihr auch noch mal ein paar Highlights schaffen, wenn ihr das wollt. So, und für die Schnauze, der werde ich auch
nur ein ganz kleines bisschen blauen Schatten geben. Und ebenso dem Bäuchlein. Und da der Bauch ja hier fast komplett im Schatten liegt, kann ich da auch ein bisschen mehr Farbe auftragen. So, eine kleine Strompause später. Ich habe nur den Bauch fertig gemacht. Ich habe das Blümchen ein bisschen eingefärbt und ich habe dem Hippo hier ein bisschen rote Bäckchen gegeben. Könnt ihr da, wo ihr das haben möchtet, könnt ihr einfach noch ein paar Details nachziehen, zum Beispiel das Auge. Das würde ich einfach noch mit dem schwarzen Stift nochmal an der Stempellinie entlang gehen. Die Kleine hat ja auch so Wimpern. Und dann könnt ihr auch überlegen, ob ihr noch irgendwo wirklich richtig dunkle, schwarze Akzente braucht. Und so könnt ihr euren Hippo auch mit Buntstiften kolorieren. Und ihr könnt ihm natürlich auch noch ein paar weiße Akzente setzen. Den stanze ich gleich aus. Außerdem werde ich ein kleines Etikett ausstanzen, damit ich noch für dich stempeln kann. Dann kann ich nämlich den Hippo mit einem kleinen für dich Tag an die Verpackung kleben. Da haben wir den fertigen kleinen Hippo einmal eingepackt in eine Art Streichholzschachtel. Ihr seht hier, ich habe das Etikett noch ausgestanzt, für dich drauf gestempelt und eine kleine Kordel dran geknotet. Das hier sind die, ich glaube, es sollen eigentlich Wasserspritzer sein, aber wenn ihr die aufklebt, sehen sie auch aus wie kleine Blümchen. Hippo drauf mit ein paar Abstandspads. Und das Etikett habe ich auch nur mit einem Glue Dot befestigt. Das heißt, der Empfänger kann das Etikett theoretisch auch noch an ein anderes Geschenkchen hängen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch riesig über einen Kommentar. Und wenn du ein Abo da lässt, dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Tschüssi!